Herzlich willkommen beim Podcast Aufleben daheim. Der Podcast für die bäuerliche Familie und euch, die mehr wissen wollen. Ich bin die Marie Therese. Und ich bin die Maria und wir sind sehr dankbar, dass du uns heute Zeit schenkst. Ja, ihr Lieben, heute sind wir am Oberhaslachhof und zwar im wunderschönen Reit im Alpbachtal im Bezirk Kufstein, also außerhalb von unserem Bezirk. Also wir sind heute zu Gast und freuen uns, dass wir bei der Höchenberger Katharina daheim sein dürfen. Liebe Katharina, wenn sie du vielleicht kurz vorstellst, etwas von dir erzählst, bitte. Ja, mich freut sehr, dass ihr mich heute besucht. Und ja, ich bin die Katharina und bewirtschafte meinen Josef mit meinem Mann den Oberhaslachhof. Wir haben einen Milchviehbetrieb mit Orlamer Bauernhof und mit unseren vier Dientler wohnen wir da. Wie alt sind die? Wir haben es ein bisschen weit aufgeteilt, weil ich bei der ersten relativ jung war. Also die älteste ist 23, die zweite ist 18, die dritte ist 12 und die kleinste, die Valentina, ist 5. Okay, also einen typischen Nachzügler, also wenn man so genau. Sagt. Nicht. Ja, Katharina, du bist eben da bei denen, was du gesagt hast. Bist du auch auf dem Bauernhof aufgewachsen, oder? Ich komme eigentlich von Kramsach, genau, am Rheindaler See bin ich aufgewachsen und wir wohnen auch schon vier Schwestern, also wir haben die Tradition fortgesetzt. Okay. und zwar bin ich auch von einem Bauern, wir haben daheim auch Milchviech gehabt, oder haben sie übernommen, und eine Jugendherberge. Und ja, wir haben eigentlich ganz ein schönes Aufwachsen gehabt, wie gesagt, am Rheindaler See. Wir haben viel gearbeitet, wir sind schon viel eingeteilt worden daheim und das haben wir aber eigentlich auch ganz gern da. Die Mama sagt zwar, wir haben auch oft geschimpft, aber in unserer Erinnerung ist es eigentlich ganz eine schöne Kindheit gewesen. Wir haben viel mit Mama und Papa unternommen. Wir sind immer schon viel Skifahren gegangen und viel Berg gegangen. Also sie haben wirklich immer viel Arbeit gehabt, aber wir haben trotzdem das in Erinnerung, dass wir schöne Ausflüge genossen haben. Ja. Mhm. Und eigentlich wollte ich gar nicht Bayerin werden, auch meine älteste Schwester nicht, also ich bin die zweite. Und die dritte hat jetzt den Hof übernommen. Und es ist jetzt so, dass wir jetzt alle vier Schwestern Bayerinnen sind. Das ist auch schön. Ja. Das heißt, der elterliche Betrieb daheim, der wärst auch weitergeführt? Ist. Genau, ja. Das ist meine Schwester mit dem Mann macht das. Und ja, das ist auch ganz ein toller Betrieb. Schön. Nach wie vor. So von der Bewirtschaftung her, spiegelt sich das jetzt auch da, was du im Oberhaslachhof mit deinem Mann, mit Josef, gemeinsam machst, ja auch wieder mit Milchviehhaltung, meine ich, hab sie gesagt. Genau, ja. Ja, die Milchviehhaltung, das ist eigentlich absolut an Josef sein Steckenpferd. Das, wo ich schon wen kennengelernt habe, schon einfach, er war bei den Jungzüchtern aktiv, er ist wirklich ein fanatischer Fleckviehzüchter oder Rinderzüchter, sagen wir so. Und die Vermietung, das hat eigentlich von Josef die Mami aufgebaut, damals schon. Und hat da eigentlich, da war sie immer ganz stolz drauf, dass sie mit dem Geld aus der Vermietung eigentlich sehr viele Investitionen am Hof getätigt haben. Mhm. Und die Vermietung habe ich dann von ihr übernommen und jetzt hat ausgebaut ein bisschen. Wir sind ein bisschen mehr auf Qualität gegangen, haben eben die Ferienwohnung, früher sind es Zimmer mit Frühstück gewesen und das macht man auch eine Freude, das tue ich ganz gern. Der Tourismus bei uns im Alpbach läuft ganz gut, ein bisschen sanfter Tourismus. Wir haben ganz viele Familien und ja. Ist meine Seite auch beim Urlaub am Bauernhof Mitglied, gell? Genau, bei Urlaub am Bauernhof sind wir jetzt seit, ich glaube, 10 Jahre dabei Mitglied. Und das ist eigentlich, war eigentlich ein Anfang. Sind wir dazugegangen, weil sie jetzt in Josef gesagt haben, als Präsident der Landwirtschaftskammer, vielleicht irgendwo sollte man da schon Mitglied sein und dann haben wir das getan. Und das war aber für die Vermietung eine für die besten Entscheidungen, weil es einfach ganz eine tolle Marken ist, die man da mittransportieren kann und wo man wirklich einen riesengroßen Mehrwert hat. Und auch durch die Kategorisierung, die man sich ja regelmäßig, die man regelmäßig durchmacht, haben wir wirklich die Qualität am Hof für die Gäste und auch für uns sehr steigern können. Das haben wir beim Zuchauffahren schon gesehen, die Blumen aus dem bei der Hauswand. Ich meine, mit vier Blumen seid ihr es. Mit vier Blumen sind wir kategorisiert, genau. Ja. Das ist wirklich ein sehr hoher Standard. Also eigentlich eine tolle Auszeichnung für den Betrieb. Ja, schon, ja. Ja, was du sagst, beim Zuchauffahren, man hat ja wirklich schon gemerkt, dass eigentlich das alles mit Liebe
gemacht wird da, wo wir heute ja mitten in einem Baustelle Platz sind, wo wir nur einmal wirklich ein Danke sagen dürfen, dass du trotzdem für uns Zeit hast. Weil man sieht, trotz allem, dass es eine Baustelle ist, dass da sehr viel Liebe dahinter steckt in allen kreativen Sachen rund ums Haus und im Haus. Also ich glaube, die Gäste fühlen sich da schon wohl, wenn sie einfach Sachen finden. Das macht es aus. Einfach das hoffe ich auch, das macht es aus. Und ich muss auch sagen, es ist jetzt nicht nur für die Gäste, weil ich bin eigentlich narrisch gern daheim und ich habe es auch gern schön daheim. Und ja. Ja, Katharina, wie du so gesagt hast, du bist eine Vermieterin natürlich auch mit Leib und Seele. Aber wir haben uns also ein bisschen schlau gemacht und eigentlich haben wir die auch schon in den sozialen Medien ein bisschen verfolgt und kennengelernt. Und uns ist halt aufgefallen, dass du eine aktive Bloggerin bist eigentlich auf Facebook und Instagram. Und möchtest du uns da was erzählen drin? Ja, als Bloggerin, das ist jetzt irgendwie ein Begriff, mit dem kann ich jetzt nicht so viel anfangen, weil wie übersetzt man das jetzt auf Tirolerisch? Ja, angefangen hat das schon ein bisschen mit der Oberhaslachhof-Seite. Also wir machen das natürlich für die Vermietung, dass unsere Gäste ein bisschen am Hofleben mit teilnehmen können. Und das sind natürlich, wenn ich ein Rezept rein tue, ist da eine ganz eine gute Resonanz gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich gefällt mir das, wenn ich das ein bisschen mehr auf die Rezepte tue und auch auf die Lebensmittelherkunft und so weiter. Und jetzt ist es so, dass wir jetzt eine Investition machen, die mich eigentlich schon ganz, ganz lang verfolgt. Und zwar bauen wir jetzt ein bisschen in die Direktvermarktung aus. Ich kriege meinen eigenen Hofladen. Und aus dem aus ist jetzt eigentlich die neue Internetseite, die Haslacherin, entstanden. Ja, du bist wirklich als Haslacherin bekannt, gell? Und das finde ich total nett, dass sie da eigentlich auch so identifiziert mit dem Hof und mit dem Hofnamen auch, was ja, glaube ich, ganz ein positives Bild nach außen ist auch. Wir haben ja eben, weißt du, hast richtig, wie du richtig sagst, es ist echt schwierig, Bloggerin auf Tirolerisch zu sagen. Weiß nicht, Marita, es fällt dir eine bessere Umschreibung ein. Es ist, ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn wir zuerst vielleicht auch schon mal kurz darüber geredet haben, es ist eigentlich, dass man halt in der Öffentlichkeitsarbeit oder den sozialen Medien halt präsent ist. Aber wirklich eins zu eins übersetzen, nein, habe ich jetzt auch nichts parat. Aber ich habe jetzt den letzten Beitrag, was du über den Dinkel hast geschrieben. Also ich bewundere wirklich, weil der ist ja so ausführlich. Also da braucht man ja auch die Idee und die Zeit. Man weiß ja jeder. Ja, mein Dinkel ist es so, wir haben einen Reiten-Hildegard-Verein und da bin ich die Obfrau und seit ich das bin, tue ich mich schon mit Hildegard von Bingen sehr beschäftigen, weil es mich einfach auch interessiert. Und ich möchte jetzt halt nicht nur irgendwas verwenden, weil ich mir gehört habe, das ist gut oder das ist gesund, sondern ich hinterfrage gern was. An Josef nervt das auch, wenn ich durchaus irgendwas hinterfrage. Aber ich möchte ja wissen, was ich tue und warum ich es tue. Und, also ja. Gesunde Ernährung ist für dich ganz ein wichtiger Punkt da, oder? Gesunde Ernährung ist für mich ein wichtiger Punkt, aber wie ich sage, alles im rechten Maß. Man muss es jetzt nicht übertreiben. Mhm. Bei uns, wir haben auch gerne mal eine Pizza bei der Pizzeria oder was. Oder, ja. Ich esse unheimlich gerne einen Schokolade. Also ich bin jetzt kein Gesundheitsapostel nicht. Aber ich achte darauf, dass einfach die Grundlage, die mir da die in meiner Familie auf den Tisch bringe, ja, eine gescheite Grundlage ist. Das heißt, es fällt dir dann aber auch leicht, dass du für deine Beiträge, zum Beispiel jetzt auf der Facebook-Seite, da eher umfangreichere Texte schreibst, oder? Das ist, ich muss mich eher ein bisschen kürzen, weil wenn ich so schreiben kann, ich schreibe gern, das habe ich, hab ich früher schon gern, du. Und ja. Ja, aber das ist ja unglaublich wertvoll. Bist du das überhaupt bewusst, was das eigentlich für ein wertvolles Talent ist, dass man so gut schreiben kann und einfach auch so schreibt, wie wenn du jetzt redest. Gell? Also das ist wirklich so, man hat das Gefühl, du schreibst es einfach so vom Herzen aus. Ja,
Ich habe das eh, wie ich meine Facebook-Seite vorgestellt ja, habe. Wir sind gerade beim Aufnehmen. Entschuldigung. Ja, jetzt haben wir nur zur Information kurz wechseln müssen von der Stumme in die Küche, weil, wie man gesagt hat, bei der Katharina daheim am Oberhaslachhof ist eine Riesenbaustelle und jetzt haben sie vorhin Haus angefangen mit dem Kompressor arbeiten und jetzt sind wir gewechselt, damit man die Katharina gut hört und nicht einen Kompressor hin. Ja, wir sind, glaube ich, stehen geblieben bei der Facebook-Seite, oder? Wie du einfach schreibst. Ja, mit dem Schreiben, ich habe mir wie ich mir vorgestellt habe, die Haslacherin auf meiner Facebook-Seite habe ich reingeschrieben, ich rede gern und ich verzöge gern was. Und daheim lässt man nicht einfach jemand zu und deswegen schreibe ich jetzt einfach. Okay. Also, ja, also wirklich, wie wir eh schon gesagt haben, ganz interessant und ganz nett. Was auch voll lässig ist, also finde ich jetzt auch persönlich, oder Maria und ich haben auch schon darüber geredet, die schönen Fotos, was du immer hast. Mhm. Also die sind wirklich beeindruckend. Wie machst du die selber? Oder? Ja, die Fotos mache ich selber, ja. Mhm. Hast du da eine Ausbildung dazu gemacht oder etwas? Oder liegt dir das an? Nein, Ausbildung habe ich jetzt gar nicht gemacht, aber wir haben schon wieder auch von der Tourismusakademie Fortbildungen. Und letztes Jahr im Herbst habe ich einen Lehrgang für digitale Kommunikation in der Landwirtschaft gemacht. Das ist Österreich über das LFI angeboten worden. Und das war eigentlich ganz eine tolle Geschichte. Da haben wir einen Fotoworkshop gehabt auch. Und ja. Und da habe ich bei der Gelegenheit ganz tolle Leute quer durch Österreich kennenlernen dürfen. Da waren wir so 10er-Gruppen, das war natürlich alles online, aber wir sind da jetzt mit gewissen nach wie vor ein bisschen in Verbindung. Und das ist, taugt mir einfach total, wenn man eine Fortbildung machen kann. Das ist auch noch der Mehrwert. Also nicht nur der fachliche Inhalt, den man hat, sondern auch wirklich die Verbindung, die man dann wieder knüpfen kann. Ja, du hast ja wirklich, glaube ich, viele Ausbildungen schon gemacht. Jetzt bist du, glaube ich, im Direktvermarktungs-Ausbildungslehrgang, oder? Ja, so ganz viele Ausbildungen habe ich eigentlich noch nicht gemacht. Was ich habe, ist der landwirtschaftliche Master. Und den habe ich Gott sei Dank damals gemacht, wie die von Josef die Mami noch da war und man auf die Kinder geschaut hat. Und die Seminarbäuerinnen-Ausbildung, die ich jetzt mache, da war ich eigentlich schon dreimal so gut wie angemeldet oder so gut wie dabei, aber es ist halt auch irgendwas dazwischen gekommen. Das war damals schon, wie dann die Mami verstorben ist und dann ist wieder ein Kind dazwischen gekommen und jetzt freut es mich, dass ich es jetzt machen kann. Ja. Mhm. Und jetzt ist es halt ein bisschen leichter, weil ja, die größeren Dirndler sind schon so weit, dass sie auf die kleinen Dirndler schauen und halten mir da auch ein bisschen einen Rücken frei, dass ich das jetzt tun kann. Und Direktvermarktung waren wir schon beim Thema. Du hast ja, glaube ich, so eine Hofkreislerei, glaube ich, hast du das gleich genannt, oder? Genau. Auf dem Weg. Ja. Vielleicht erzählst du uns da ein bisschen was drüber. Ja, das ist eigentlich echt eine Geschichte, die immer schon total lang, die ich schon total lang verwirklichen wollte. Wir waren eigentlich, wie der Josef damals Präsident geworden ist, waren wir eigentlich schon in die Richtung Direktvermarktung ein bisschen auf dem Weg. Und eben durch den Wegfall von der Mami und durch den Josef seinen neuen Job ist das halt dann alles auf Eis gelegt worden. Aber es hat mich irgendwie nie ganz auslassen. Und ja, jetzt bin ich 40, 41. Also wenn ich jetzt nicht das anfange, wann dann? Und da haben wir uns jetzt halt, im Zuhaus eben die leeren Räumlichkeiten, die wir schon seit, ja, die jetzt seit 22 Jahren leerstehen, endlich entschlossen, dass wir die jetzt einer bessere Nutzung zu führen. Mhm. Was hast du da jetzt konkret geplant? Also wie schauen da die Überlegungen aus, wie das dann im Endeffekt verwirklicht wird? Ja, also das Herzstück, das ist eigentlich die Verarbeitungsküche. Das ist eigentlich ein kleiner Raum mit 12, 14 Quadratmeter, wo man einfach jetzt halt auch die Hygienestandards erfüllt. Ich tue gerne Frischkäse machen, verschiedene Marmeladen und Chutneys machen, alles was halt so ums Haus herum wächst. Veredeln und das finde ich wichtig. Oder ich freue mich schon drauf, dass ich da dann endlich einen Platz habe, wo ich wirklich nur das machen kann. Und dazu kommt ein Verkaufsraum, den möchte ich gerne einmal die Woche offen haben.
Und da wir ja selber nicht so eine große Produktpalette haben, bin ich jetzt auch ein bisschen beim Schauen, wo von den anderen Lebensmitteln, dass ich da anbiete, für andere Bauern. Ich möchte Tiroler Mehle im Sortiment haben. Ich habe von einer guten Freundin aus Kärnten, weil ich die Öle kriege, also Sonnenblumenöl, Rapsöl, die macht sie alle selber am Betrieb. Und ja. Fleischpalette, Fleischprodukte, auch was geplant? Ja, da habe ich auch mit einer Bayerin verwirklet, schon sind wir ein bisschen beim Rena. Also so natürlich haltbare Produkte wie Speck und Würst bei Home. Und mein Frischfleisch habe ich schon auch was im Kopf, aber jetzt muss ich es zuerst ein bisschen anlaufen lassen und dann werden wir das dann ein bisschen weiterentwickeln. Mhm. Ja, das ist ja immer so, dass man einfach die Idee hat und dann das irgendwo mal anfängt und dann entwickelt sich, dann entsteht das ja auch meistens aus. Es darf ja auch langsam wachsen und dann. Ganz genau so zu sehen. Ja, aber das ist auch, glaube ich, das Ziel der Direktvermarktung, dass das jemand anfängt und dass sie dann mehr als Bauern irgendwo zusammenschließen oder halt die Produkte liefern. Weil im Endeffekt, glaube ich, ist ja nicht jeder so, dass er sagt, jetzt habe ich daheim auch die Möglichkeit, das zu vermarkten. Und ich glaube, da sind ja so Initiativen und der kreative Name Hofkreislerei ist ja auch was, was man eigentlich so mit so verbindet auch mit so einem kleinen Laden, oder? Mhm. Ist ja, oder wie bist du drauf gekommen? Ja, wir haben ganz, ganz viele tolle Hofläden und tolle Direktvermarkter, die das im größeren oder kleineren Stil machen. Wir haben auch ganz viele Selbstbedienungsläden und da habe ich halt jetzt ein bisschen nachgedacht, warum sollten jetzt die Leute extra zu uns auffahren? Wir sind jetzt nicht mitten im Dorf und dann möchte ich vielleicht da, muss ich vielleicht irgendwie eine kleine Besonderheit anbieten. Und das ist jetzt die Hofkreislerei. Und ich möchte das auch ein bisschen die Leute so anbieten, die Konsumenten. Weil wir haben ja einen netten Spielplatz und einen netten Garten durch die Vermietung schon, dass die Leute, wo sie einkaufen können, auch mit den Kindern ein bisschen an den Steuer aufschauen können und ein bisschen als Hosengehege reinhocken können und sie auch wirklich am Hof noch ein bisschen aufhalten. Mhm. Und den Einkauf dann mit einem Besuch am Bauernhof verbinden. Und irgendwie habe ich auch gelesen, du machst da also einen Seminarraum oder so, also wo du einfach auch Kurse anbieten kannst, oder habe ich da? Ja, das hat sich jetzt auch aus dem ausgegeben, weil eben so ein großer Raum im Zuhaus, wo es eigentlich als Abstellraum genutzt worden ist bis jetzt, hat, haben wir auch gesagt, ja, irgendwas, was tun wir mit dem Raum? Das ist total ein schöner Raum, man sieht auf dem Reiter Kogel um mich und auf der Oberseite sieht man einen Wald aussehen. Und ja, irgendwie ist das dann entstanden und dann haben wir gesagt, jetzt wenn wir den Seminarraum machen, nachher startet man auch gleich so aus, dass man den dann auch vermieten kann einmal und mit der Schauküche. Dass man wirklich die Produkte, die man im Hofladen anbietet und andere regionale Produkte, so wie wir haben in Reiter die tolle Heumilchkäserei, dass man da einfach gewisse Kooperationen vielleicht machen kann in Zukunft und Kochkurse, die komplett auf die Regionalität abzielen, anbieten kann. Mhm. Ja, also wirklich ganz, ganz eine tolle Idee. Hast du schon ein Datum, wo du sagst, okay, ab da sind wir soweit? Oder was ist denn geplant? Oder was ist geplant? Ja, geplant war es jetzt schon Ende Mai, Anfang Juni. Die sage ich dann schon Mitte bis Ende Juni. Also ich freue mich schon voll, aber wir sind jetzt wirklich dahinter, aber wir schauen, dass wir möglichst viel selber da tun. Das ist halt dann oft ein Wochenende, so wie heute, Freitag, Samstag. Ist dann relativ viel zu tun, viel Arbeit und man weiß eh jeder selber, wenn man viel selber tut, dann geht es nicht immer so schnell. Mhm. Also dafür kann man jetzt sein eigenes Herzblut und seine eigenen Fähigkeiten da halt auch einsetzen und sich selber verwirklichen, oder, in dem ganzen Projekt? Ich finde schon, also wenn wir da selber jetzt viel mitarbeiten, gestern haben wir geweißelt, die Dirndler und die mit dem Maler miteinander, der hat uns ein bisschen umgesagt, wie es richtig ist. Und man freut sich einfach voll, wenn man da selber auch was tun hat. Ja, wenn das überhaupt ein Familienprojekt auch noch ist, wie du auch sagst, wenn die Dirndl noch fest mithelfen, ist ja, glaube ich, noch. Sie unterstützen mich da schon voll und ich glaube, sie haben schon selber auch eine Freude. Mhm. Mit dem, ja. Mhm.
Ich hoffe es. Also kann man sagen wir mal, im Juli kann man am Oberhaslachhof dann Produkte kaufen, so um den Zeitraum haben wir. Du auf jeden Fall dann, ja. Und siehst, da fragt man es auf jeden Fall auf deiner Facebook-Seite. Ja, der genau. Haslach. Da halte ich natürlich immer auf dem Laufenden. Das ist super. Sind wir schon gespannt. Ja. Sehr schön. Das heißt, das wärst eigentlich dann so dein Herzensprojekt, wo du dich selber am Betrieb auch verwirklichen kannst, oder? Ja, voll leer. Ich bin jetzt natürlich, es ist ein riesen Aufwand, es ist natürlich viel Arbeit, aber ich habe auch eine Freundin, die dann geringfügig, also die mir dann ein bisschen unterstützt. Und weil alleine geht es nicht. Wir müssen schon gewisse Dienstleistungen zukaufen. Wir sind ja ein Betrieb, wo der Josef wirklich jetzt nicht viel da ist. Und wir haben auch noch Kinder, die noch nicht so groß sind. Das ist mir jetzt bewusst, aber ich glaube, dass wir das ganz gut hinkriegen. Wobei wir eigentlich beim Thema waren, was uns auch noch interessiert, ist, wenn man eigentlich als Familie, wie du sich diesen Umfang verzeihst, was eigentlich alles zu tun ist und geplant ist und eben dann mit einem Zuchtbetrieb mit Milchhaltung oder Milchviehhaltung und wenn man dann in einer Partnerschaft lebt, wo eigentlich der Mann wirklich viel unterwegs ist für die Öffentlichkeit auch, wie man das als Familie so schafft. Also hast du wirklich so viel Nerven oder so viel Energie? Oder so viel Energie? Ja, ob ich so gute Nerven habe, das müsste man vielleicht ein bisschen an Josef fragen. das kommt nicht von einem Tag auf den anderen, da wächst man rein. Wir waren erst narisch jung, weil der Josef Präsident geworden ist. Und wir haben davor vielleicht auch nicht gewusst, was so auf uns zukommt. Und ja, man muss sich das alle in der Familie selber ausmachen. Man muss viel miteinander reden. Und ganz das Wichtigste ist das, was ich vielleicht auch erst mit der Zeit gelernt habe, man muss sich selber treu bleiben. Und man muss es daheim so anrichten. Ich muss es daheim so anrichten, dass ich es wirklich auch, dass ich gerne daheim bin und das bin ich. Und dann ist man als Partner auch zufrieden und kann auch wirklich voller Kraft den anderen Partner unterstützen in dem, was er tut. Und die Zeit vielleicht noch intensiver nutzen, wo man dann miteinander vielleicht die, was man daheim miteinander hat, oder? Weil es ist ja so die Partnerschaft, es ist ja so viel, es ist ja Familie, es ist Hof, aber man hat ja auch noch eine Partnerschaft eigentlich, wo man ja Zeit investierst. Denke ja, man, das ist ja noch. Natürlich, das ist etwas, das kommt schon oft zu kurz, weil wenn der Josef daheim ist, dann sind natürlich viele Arbeiten, die liegen geblieben sind, die jetzt nachholen sind und die Kinder freuen sich auch, wenn der Papa mal da ist. Aber es ist auch irgendwie gegangen. Und es ist eine Zeit, wo es ein bisschen lockerer geht und nachher dieser Zeit, wo es jetzt vielleicht nicht überall alles so lustig ist, aber das gibt es ja überall. Man muss einfach einen Weg finden. Ich glaube, das ist einem oft einmal gar nicht so bewusst, was eigentlich ein Mensch auf sich nimmt, wenn er öffentliche Funktionen übernimmt, was eigentlich daheim auch dahinter steht und was der eigentlich auch oft investiert in was, wo er oft gar nicht viel Dank zurückkriegt. Und das ist oft, glaube ich, etwas, was viel anschreckt, dann auch in der Öffentlichkeit eine Funktion zu übernehmen, weil es einfach selten gedankt wird, was man eigentlich unterwegs ist. Das ist sicher so, ja. Und da bin ich vielleicht eher so, dass ich gewisse Sachen oft persönlicher nehme, wie der Josef dann. Aber er sagt, wenn das wegen dem tut man es nicht. Du tust das nicht wegen einem Dank, so eine Funktion, sondern weil er tut es wirklich mit Herzblut und ja. Und hinter einem erfolgreichen Mann steht meistens eine sehr erfolgreiche Frau auch, weil und sonst geht es auch nicht. Das ist, glaube ich, immer so, einer allein kann es nicht tun. Speziell, und das ist auch ein Thema, warum wir oft sagen, die Familien auf die Höfe sind so wichtig, weil das einfach, von dem lebt jeder Hof, gell? Darf ich noch fragen, ganz persönlich, wie du am Anfang geschildert hast, du weißt das aus deiner Kindheit erkennst, mit Mama und Papa, trotz der vielen Aufgaben auch noch was zu unternehmen, habt ihr auch die Möglichkeit? Wie nutzt ihr das dann? Wo ich das tun wir schon, ja. Also wir gehen ganz viel Skifahren, wir gehen gerne Skifahren. Und im Sommer die eine oder andere Bergtour ist jetzt natürlich letztes Jahr leichter gewesen, also so letztes Jahr so ein Sommer, wo wir so viel unternommen haben mit den Kindern, das haben wir jetzt noch nie gehabt. Das haben wir eigentlich so jetzt nicht gekannt. Weil einfach durch die derzeitige Situation
die Veranstaltungen nicht gewesen sind. Jetzt habt ihr die für Familienzeit genutzt. Wir haben das für Familienzeit genutzt, ja. Aber natürlich sagt der Josef selber, er ist gern bei den Leuten unterwegs, weil er kriegt dann auch viel mit. Und ja. Ja, jetzt sind wir, kommen wir eigentlich eh schon zum Abschluss, dass wir die Zeit nicht überstrapazieren. Aber wir haben aber zum Abschluss auch so ein Thema, es geht ja um Geschichten erzählen und wir würden dich jetzt bitten, wenn du jetzt eine Geschichte erzählen würdest und was tatst du die Leute so in so drei kleine Weisheiten oder drei kleine Tipps, was du jetzt gern mitgeben darfst, was vielleicht, was dir wichtig ist, was uns aussehen sollte. Ich habe jetzt die richtige Weg zum Weisheiten weitergeben, weiß ich nicht. Mir war dem lieber gewesen, mir hätte ich bei irgendeiner gute Weisheit mit auf den Weg gegeben. Aber was ich vielleicht sagen möchte, wo ganz wurscht, was es so ist oder wie der Lebensweg so geht und was für eine Situation man durchmacht, ist es allweil für irgendwas gut. Es kommt nichts nur durch Zufall unter dir mit was. Sieht man vielleicht erst eine Zeit danach, dass man sagt, ja, das war genauso richtig, wie es gewesen ist. Und ja, was ich eh schon gesagt habe, das sich selber so treu bleiben und einen Weg verfolgen, das, was mir wichtig ist, ja, dass man da einfach auch dahinter bleibt und sich nicht vom Weg abbringen lässt, weil es vielleicht nicht immer der leichteste ist. Dann darf ich auch noch gleich fragen, vielen Dank für die Weisheiten. So ganz unter unserem Podcast-Thema, was bedeutet denn für dich Aufleben daheim? Für dich ganz persönlich. Also Aufleben daheim, das ist einfach, ich bin total gern daheim und ich genieße das, wenn wir nachts beieinander hocken, auch im Sommer mal auf der Terrasse sitzen, einen Grill anschmeißen. Ich tue gerne im Garten arbeiten, ich bin gern bei den Viechern. Ich tue irgendwie jede Arbeit ums Haus immer so gern und ja, für mich Aufleben, das ist ganz vielfältig. Da kann ich gar nichts Konkretes nicht sagen. Ja, umso besser, wenn es so viele Sachen sind, was die aufleben lassen. Gell? Ja, vielen, vielen Dank, Katharina, dass du dir halt die Zeit genommen hast, mit uns zusammenzukommen, dass wir bei dir sein haben dürfen. Und ja, vielen Dank nochmal. Also, es war sehr ein sehr nettes Gespräch und sehr, wir haben die wirklich ein bisschen kennenlernen dürfen auch. Also, hat uns wirklich sehr viel Freude gemacht. War für uns auch immer oder ein kleines Aufleben auch, wenn man so Persönlichkeiten kennenlernen darf. Ja, ja. Ich sogar danke, dass ihr da wart und ich finde den Podcast, was ihr macht, so lässig. Ich habe mir die ersten zwei Folgen auch schon angelost und das ist total eine tolle Sache, was ihr da macht, weil es einfach auch einen Einblick gibt in die Familien. Mhm. Na, vielen Dank. Freuen wir uns, dass du weiterhin dabei bist. Auf jeden Fall. Ja, in dem Sinne darf man uns wieder verabschieden und von Ink daheim wünschen Ink viel Aufleben daheim. Inka Podcast-Team, Marie-Therese und Maria. Vierdenk. Vierdenk.